Hallo an die 5 Leute im Publikum und den 20.000 Leuten im Livestream. Genau, ich habe jetzt die letzten 12 Monate relativ viel zum Thema Fake News auf Twitter recherchiert und würde das mal im Crashkurs hier in 15 Minuten durchziehen, um mal so ein bisschen zu zeigen, wie Twitter-API funktioniert, wie man Daten auswertet und analysiert. Und damit ihr nicht mitschreiben müsst, ganz unten rechts steht dran bit.ly/j17-fake-news. Das ist ein Link auf eine Dropbox, wo die Folien bereits drin sind, die Zusammenfassung und die Links, falls ihr euch das nachlesen wollt, wo die ganzen Dokumentationen dazu sind und so weiter. Im Prinzip, wann immer ich irgendwie was mit Daten machen möchte, habe ich diese vier Schritte. Erstmal, ich muss die Daten irgendwie sammeln, ich muss sie analysieren, dann visualisieren und dann vielleicht eine Webanwendung bauen oder je nachdem, wie ich sie präsentieren möchte. Genau, und in den 4 Schritten würde ich jetzt mal durchgehen. Erstes Thema Daten sammeln. Wir wollen ja die Daten aus Twitter rausholen, brauchen wir Zugriff auf die Twitter-API. Im Prinzip gibt es auf developer.twitter.com auch eine API-Referenz. Da gibt es eine Liste von Sachen, was das kann. Das sieht man jetzt hier nur als leicht grauen Schatten, weil es dann so viele verschiedene Zugriffsmöglichkeiten gibt. Da kann ich dann zum Beispiel mir alle Tweets runterladen oder die Tweets, die in einer bestimmten Region abgesetzt wurden oder die Follower eines Nutzers oder was gerade so trendet oder so. Als Beispiel habe ich mal eins rausgegriffen, api.twitter.com/users/show. Das heißt also, ich kann mir bestimmte Informationen zu einem User darstellen lassen und als Screenname Jugendhackt, das ist also der Name. Und dann kriegt man so einen JSON zurück, wo dann alle Informationen drinstehen, die dann zum Beispiel auch in der Bio angegeben sind, in der Twitter-Bio. Das ist relativ fiddelig, sich durch diese gesamten URLs und so weiter da durchzuarbeiten. Das Gute ist, das haben schon andere Leute für euch gemacht. Zum Beispiel, wer in Node.js programmiert, gibt es ein NPM-Modul namens Twitter, das euch das komplett kapselt, so ein Wrapper außenrum. Das Ganze gibt es dann auch für Python von jemandem anderen. Und auf der Twitter-Seite selber gibt es eine Liste von Twitter-Libraries. Da kann man sich eine Programmiersprache aussuchen und gucken, welche Libraries es bereits dazu gibt. Ich habe mal überprüft, die ist nicht vollständig, die Liste, da gibt es deutlich mehr. Wer googelt, wird da was finden dazu. Genau, und diese Wrapper helfen euch dabei, dass man da jetzt nicht irgendwie selber irgendwelche Netzwerk-Clients bauen muss oder sowas. Das ist schon alles da drin. Genau. Jetzt, wenn ich Twitter mal analysieren möchte, ich gebe euch mal ein Beispiel. Hat man eine Liste von Twitter-Nutzern, die ich analysieren möchte und daraus generiere ich eine Liste von Anfragen. Also ich möchte über jeden einzelnen Twitter-Nutzer wissen, welche Account-Informationen gibt es, also wann wurde er gegründet, hat er ein Profilbild und so weiter. Dann welche Tweets hat er abgesetzt, welche Follower hat er oder welchen Leuten folgt er. Und dann kann ich mit diesen Twitter-Libraries so eine API-Anfrage generieren. Und die geht dann halt dann an die Twitter-API und dann geht die Antwort wieder zurück und dann kann ich mir das irgendwie speichern. Und wenn man vielleicht nicht einen Tag Zeit hat, sondern 4 Wochen, kann man auch irgendwas Schlaues bauen, dass man diese ganzen API-Anfragen parallel machen kann. Da hatte ich einen Trick gefunden, mit 700 Anfragen gleichzeitig das zu scrapen. Und da habe ich mal eine Grafik mitgebracht. Das ist das komplette deutschsprachige Twitter-Netzwerk mit 1,6 Millionen Accounts. Da kann man auch sehr tief reinzoomen und sehen, wie die ganzen einzelnen Accounts zusammenhängen, wie die sich gegenseitig folgen und kann auch draufklicken und so weiter. Also das ist alles möglich, wenn man sich halt da ein bisschen reinfittelt dabei. Das ist die Twitter-API. Also ich muss halt leider ein bisschen schnell durchgehen, aber wie gesagt, falls es Fragen dazu gibt, gerade diese gesamten Autorisierungen und so weiter, die man da braucht, kann man mich einfach ansprechen. Ich kann das dann euch zeigen, wie das geht. Nächstes wäre dann, wenn ich diese Daten rausgeholt habe, Daten analysieren. Da es ja um Fake News geht, habe ich mal ein Beispiel gebracht, wie ich zum Beispiel diese Fake News analysiert habe. Erstmal irgendeine Fake News sich aussuchen. Da gab es zum Beispiel jetzt im März, ist jetzt ein Weilchen her, aber die AfD erfindet eine Reisewarnung nach Schweden. Hintergrund war, AfD hat behauptet, wie viele und auch noch viele andere, dass es gefährlich sei, nach Schweden zu reisen, wegen der ganzen Flüchtlinge und der Kriminalität dort. Genau, und das lief dann halt durch Twitter durch. Das nächste, was man macht, ist, man sucht sich so die ganzen Tweets zu dem Thema raus. Ich habe jetzt mal 2 Beispiele gebracht. Einmal Islamterror, Schweden gibt Reisewarnung raus und dann Link auf Political Incorrect. Und als Gegenbeispiel noch einen anderen Tweet, erneute Lüge der AfD, es gibt keine Reisewarnung für Schweden, lediglich Anreise- und Sicherheitshinweis, Angsthetzer. Also sind dann 2 verschiedene Tweets, einer offensichtlich, der die Fake News verbreitet und der andere, der dann halt sagt, es ist doch alles Käse.
Und was man damit macht, ist, man sammelt diese ganzen Tweets. Das kann man entweder händisch machen, man kann das aber auch halbautomatisch machen, indem man zum Beispiel alle Tweets sammelt, die auf einen bestimmten Artikel verlinkt, genau, oder bestimmte Schlagwörter enthält. Eigentlich gibt es einen schönen halbautomatischen Ansatz. Das heißt, man nutzt Algorithmen, um Daten rauszuholen, dann guckt man in einer Excel-Tabelle durch, bla bla, das ist tatsächlich ein Tweet, der Fake News verbreitet und so weiter. Und daraus erstellt man dann zwei Listen. Das eine ist eine Liste von Fake News-Verbreitern, also Twitter-Accounts, die diese Fake News abgesetzt haben oder retweetet haben, und dann eine Liste von Richtigstellern. Hier war zum Beispiel das Auswärtige Amt mit dabei. Und dann kann ich mit dieser Twitter-API alle Twitter-Account-Daten runterladen. Ja, wann wurden sie gegründet, wie viele Follower haben sie, wem folgen sie und so weiter. So, und dann habe ich eine Liste von Accounts mit Namen, wem sie folgen, von wem sie gefolgt werden und ob sie Fake News verbreitet haben oder ob sie die richtige Darstellung verbreitet haben. Und daraus macht man einen sogenannten Graphen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, was ein Graph ist. Da besteht im Prinzip aus zwei Teilen. Das eine nennt sich Knoten. Da sind dann also im Prinzip die Twitter-Accounts drin, da, welche ID die haben, welchen Namen sie haben. Ich habe die mal eingefärbt in Rot und Blau. Rot für die, die Fake News verbreiten, Blau, die die Richtigstellung verbreiten. Und noch ein Radius, wie groß nachher dieser Knoten dargestellt wird, ist gleich zu sehen, was ich damit meine. Und das andere sind Kanten, und zwar sind das die Verbindungen zwischen den einzelnen Knoten. Also beispielsweise Bananenwilli folgt auf Twitter Michael Hübner, also habe ich dann eine Kante zwischen den beiden, also eine Verbindung von A nach B, um dann zu zeigen, dass sie sich gegenseitig folgen. Hier so mal als Merkhilfe, ich merke auch, auf dem Beamer ist Blau und Grün super zu unterscheiden, aber im Prinzip, das ist ungefähr so ein vereinfachter Graph. Die blauen Dinger sind die Knoten und die Verbindung dazwischen, sind die Kanten. So, und wenn ich das in diesem Format habe, dann kann ich das Zeug visualisieren. Hooray! Und da gibt es viele verschiedene Varianten. Eine der einfacheren Varianten ist ein Tool namens Gephi. Das ist in Java, gibt es für alle Plattformen, kostenlos, kann man sich runterladen, Windows, Mac, Linux. Und da kann man jetzt unsere Daten mal reinwerfen. Also hier habe ich dann zum Beispiel mal die Linkliste, da hast du mal diese Source und Target, also der Twitter-Account folgt diesem Twitter-Account. Und dann kann man sich das grafisch darstellen lassen und dann sieht das so aus. Also ein riesen quadratischer Knödel. Das Tolle aber an Gephi ist, dass es dort Werkzeuge gibt, um das sozusagen besser anordnen zu können. Und wenn man dann das ein bisschen rechnen lässt, kommen dann halt solche Netzwerkgrafiken raus. Jeder einzelne schwarze Punkt ist, wie gesagt, ein Twitter-Account. Und wenn die sich irgendwie folgen gegenseitig, dann sind sie mit einer Linie verbunden. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie als ob diese ganzen Knoten sich abstoßen. Die mögen sich nicht, ja, wie so kleine Magneten stoßen die sich ab. Aber die kleinen Verbindungslinien, also wenn sie sich folgen, sind wie Gummibänder und ziehen sich an. Und wenn ich das jetzt ein Weilchen rechnen lasse, dann kann ich mir das so grafisch darstellen lassen. Und wenn man das halt ein bisschen macht und auch, hatte ich erwähnt, für die Knoten diese Farben verwendet, dann hat man so eine Grafik. Das ist jetzt die Darstellung bei der Fake News, dass es gefährlich sei, nach Schweden zu reisen, und habe dann dargestellt, wer hat alles darüber auf Twitter geredet. Die Fake News verbreitet haben, sind in Rot dargestellt, die richtig Darstellung verbreitet haben, sind blau dargestellt. Ich zeige euch gleich noch mehr noch dazu. Aber der letzte Punkt war jetzt noch eine Anwendung dazu bauen. Also ich möchte das zum Beispiel irgendwie interaktiv im Internet haben. Und da gibt es eine Library, die heißt D3JS. Und das ist im Prinzip eine Bibliothek, mit der man eigentlich unendliche Grafiken machen kann. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele auf der Webseite, auch mit dem Quellcode immer, da kann man sich das angucken, wird auch, glaube ich, ganz gut erklärt, was es da gibt. Also von Karten über Tortendiagramme, über ganz weirde andere grafische Darstellungen. Und es gibt zum Beispiel auch ein Ding, das heißt Force Directed Graph. Graph ist also dieses Knoten-Kanten-Ding. Und der Begriff Force bezieht sich darauf, dass es tatsächlich diese Idee ist, dass die Knoten sich abstoßen und durch Verbindungslinien mit Gummibändern wieder zusammengehalten werden. Und genau. Und diese Grafiken kann man damit D3JS auch selber herstellen und kann das auch interaktiv machen, dass man irgendwie draufklickt und dann kommt ein Pop-up oder so. Und genau das kann man mit den Daten jetzt auch machen. Also die Fake News Daten, die wir da aus Twitter abgesaugt haben, kann man dann in so einen JSON reinstecken mit einer Liste von Nodes und Edges. Also wie gesagt, Nodes waren die Twitter-Accounts, Edges, wie sie sich gegenseitig folgen. Und dann kann man so eine interaktive Grafik daraus machen. Hier ist mal so ein Screenshot.
Da sieht man also oben die Grafik, wie die sich gegenseitig folgen. Man kann draufklicken, man kann dann die Tweets sehen, die sie verbreitet haben. Rot markiert die Fake News, blau die Richtigdarstellung. Und unten habe ich mal noch so eine Zeitleiste gemacht. Da sieht man das, wie so am Anfang so wellenförmig die Fake News sich verbreiten. Und dann gibt es diesen großen, dicken blauen Balken. Das ist dann die Zeit, wo dann mit einmal die Gegendarstellung rauskommen von den ganzen Leuten. Das Schöne ist, wenn man das alles einmal programmiert hat, dann kann man das auch wiederholen für andere Fake News. Zum Beispiel gab es Anfang des Jahres von der Bild-Zeitung die Fake News, dass ein Flüchtlingsmob durch die Frankfurter Fressgasse gerannt sei. Und genau das Gleiche macht man da auch. Man sucht auf Twitter alle Tweets raus zu dem Thema, versucht die so ein bisschen halbautomatisch zu kategorisieren. Was ist Fake News? Was sind die Richtigdarstellungen? Und macht dann dem gleichen Mechanismus so eine Grafik. Hier habe ich die mal nochmal nebeneinander gestellt. Als kleine Zwischenanmerkung, was sich herausgestellt hat, diese rote Bubbel da in beiden Fällen, also diese Gruppe von den Fake News-Verbreitern, das sind auch eigentlich immer so ziemlich die gleichen Leute. Das sind Leute rund um das AfD-Feld. Das müssen nicht zwangsläufig Leute sein, die bei der AfD Mitglied sind, aber die folgen halt der AfD sehr stark. Und genau. Und falls es dann irgendwie Fragen gibt, kann ich sie gerne beantworten, aber wie schon anfangs gesagt, auf bit.ly/jh17-fake-news gibt es nochmal eine Dropbox mit der Zusammenfassung den ganzen Links und auch zu den Twitter-Tokens und zu D3JS und wo man Gephi runterladen kann und so weiter und so fort. Gibt es da Fragen dazu? Wenn es keine Fragen gibt, ist es ein gutes Zeichen. Okay, vielleicht habe ich ja eine Frage. Nee, habe ich nicht. Okay, dann danke ich euch. Und ja.